Guten Tag. Ach ja, nächster Skandal. Da gibt's nichts zu lachen. Für einen Medizinnotfall, für Arzneimittel, für einen Menschen, der dringend etwas Geld brauchte, hatte der eine, der andere oder der weitere Taxifahrer mit der Zulassungsnummer 44 oder 25231 O-Töne gesichert. Keine Zeit, keine Muse und kein Ohr. Im Gegensatz, ich habe eine Drohung bekommen. 2 Meter Abstand vom Fahrzeug. Kamera aus. Ja, von wegen. Nee, Tatsachen. Und, wie heißt es so schön? Diskriminierungen. In Nürnberg, in der Menschenrechtspreisträger-Straßenstadt, haben hier nichts zu suchen. Sie verstehen? Und Sie werden es auch so schnell nicht mehr versuchen. Leider verweilt Herr Romeike nicht mehr unter uns. Was für ein Skandal. Medizinische Not, bitte. Wechselgeld für einen Patienten, der dringend Medizinhilfe aus der Apotheke vonnöten hatte. Abgelehnt. Abgelehnt, warum? Auf Zeit. Gott sei Dank, nach dem Polizeigespräch, ich hatte die Polizei mit eingeschaltet, gab es dann die Möglichkeit, in einem Hotel in der Buchestraße für Abhilfe zu schaffen. Musste er nicht, aber hat sofort verstanden, um was es geht. Höchst freundlich, das Hotel gegenüber der Esso-Tankstelle. Denn die Esso-Tankstelle hat es nicht für nötig gehalten, zu fragen, was möchte ich denn? Nein, sie hat sich ihre Zeitung angeschaut, sie hat sich vielleicht ihre Batterien angeschaut oder ihre Sneakers, keine Ahnung. Oder hat vielleicht meditiert, aber aufgemacht hat sie nicht. Im Notfall. Die Esso-Tankstelle in der Bucher Straße, in der Nähe von Sölch, also Eloxier-Unternehmen Sölch, gegenüber von Nestle oder Schöller, so in der Ebene, auf der Ebene. Das war es noch nicht. Wer hier wegschaut, ist Mittäter. Sie verstehen? Weil der Patient, der so lange warten musste, weil ja ich den Patienten direkt nicht kenne. Jemand hat gesagt, es fehlt ihm das und das Geld. Sage ich, ja, aber ich kann so das nicht wechseln. Ich habe keine Schere dabei und wir brauchen das Taxi. Das war jetzt Spaß, aber das ist schon krank. Das ist schon extrem krank. Der Taxifahrer kann wechseln, wenn ich eingestiegen wäre und vielleicht 30 cm gefahren wäre. Oder einen Zentimeter oder einen halben Reifenlänge. Hätte er dann gewechselt? Ach, das müsste man doch mal ausprobieren, oder? Ich gehe ins Taxi und dann sage ich, das Ziel, 17 Pflastersteine bitte. Wie? Ja, 17 Pflastersteine, bloß nach vorne fahren. Dann bezahle ich und steige aus. Und den Dreh mache ich, glauben Sie mir das. Also, wo kommen wir denn hin? Unterlasse Hilfeleistung vom Taxifahrer. Geht's noch? Genauso wie in der Innenstadt. Mein Handy wird beraubt und der Taxifahrer sagt, sind Sie noch ganz in Ordnung? Ich rufe keine Polizei. Rufen Sie die selbst. Ja klar, mit dem beraubten Handy rufe ich dann die Polizei. So intelligent ist der Taxibetrieb in Nürnberg. Guten Tag. Und das kurz vor der Spielwarenmesse. Na, da liegt doch einiges in den Stübchen, nicht? In denen, ich sage plural. In diesem Sinne, Galatomter TV klärt weiter auf. Und der O-Tonzeuge am Telefon, der wird noch interviewt. Und dann möchte ich mal sehen, was die Zulassungsfahrzeuge 44, 125 und 231 vom gesagten Tag, 14. Januar 20, so zu bieten haben. Gute Nacht, lieber Gast. Wer weiß, ob Sie mit diesen Fahrzeugen vielleicht mal, naja, ich weiß nicht, mit so einem mulmigen Gefühl irgendwann mal von A nach B wollen. Überlegen Sie sich das genau, ob Sie dann auch so wie bei 231 bedroht werden. Er ruft die Polizei und sagt, ja bitte, tun Sie das. Ich bitte darum. Er hat es nicht getan. Warum? Weiß ich nicht. Er wollte halt abschrecken. Aber ich bin dann lieber etwas gegangen und wissen Sie warum? Weil 3 Taxifahrer eventuell zusammenhelfen und dann habe ich keine Chance, wenn kein Zeuge da ist, was der eine oder der andere
oder der dritte Taxifahrer mir hätte antun können. Gute Nacht. Mehr Mensch. Hallo Taxi. Tschüss.